Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Gas Station Tidal Wealth. Oder auch Tidal Wave, sage ich jedes Mal irgendwie falsch, ne? Oh Mann. Ich komme hier schon völlig durcheinander. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gezockt habe und was ich noch zocken soll. Und weißt du, die Frage, also im Sinne von, was ich zocken soll, ist, Scheiße, wo habe ich denn jetzt noch keine Folge gemacht? Wo fehlt mir jetzt noch eine Folge? Es ist zum Kotzen. Ich sage euch das. Ach ja, ich habe ja hier auch ein paar Angestellte jetzt, stimmt? Ja, ich bin aber da, Junge. So, Timanchu Chuchunkobunkung freut sich auch. Supergeil. Guck mal, da hinten an der Werkstatt, da ist schon wieder ein Auto. Völlig für den Arsch. Ich werde den mal da rein treiben. Die mit ihren Autos für Scheißprobleme haben, ne? So, Waschanlage. Da bin ich. Zack, zeig her hier. Oh ja. Hab das ja erweitert, ne? Hab ich vergessen. Oh. Ja, vor allem so können wir uns ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Genau. Wir müssen uns ein bisschen auf die Boote natürlich noch konzentrieren, weil da noch keiner ist. Aber wir können uns mehr Zeit lassen, weil wir an der Kasse nicht sein müssen. Bin noch am Überlegen, ob ich vielleicht zumachen sollte, ne? Über Nacht. Aber ist auch Quatsch, ne? Aber ich weiß gar nicht, wie lange machen die? Bis 8, aber die sind gleich weg. Die Afterbacken. Dann muss ich den Laden hier wieder schmeißen. Wie viel Sprit haben wir noch? Ah ja, reicht noch. Gleich 8, zack, weg sind sie. Punkt 8. Sie ist am Ausruhen, er ist noch am Reparieren. Wahrscheinlich macht er noch seine Reparatur fertig. Wo ist sie denn? Rennt sie schon? Ja. Ja, und jetzt kommt er. Jetzt rennt er auch. Ja, bloß schnell nach Hause, ich muss schlafen. Mann, ey, verfatzt euch, ey. Aufgetankte Boote. Aber da fehlt ja noch ein jetzt, ne? Okay, ja, ja, klar, lass. Warum auch den Kunden hier noch machen, ne? Was ist bloß ihr Problem? So, ich werde mal hier drinnen mal kurz eine Runde durchfegen. Sieht ja aus wie Kacke hier. Zack. Zack. So. Ist hier irgendwo Müll? Kannst du mal deine Latschen abtreten, ey? So, Zigaretten sind noch da. Zeitung ist mau. Uiuiui. Trinken ist ja auch ziemlich runter, ne? 5, 5, 5, 5, 5, 5. Genau. Zack, Süßigkeiten. Gut, das war's. Runde Werkstatt, Alter. Jetzt aber, jetzt übertreiben sie ein bisschen, ne? Jetzt übertreiben sie ein bisschen. Jetzt sind ja alle da. Kack, die Luzi, ey. Gut, wir machen erstmal den Boot tanken. Und zack. So, dann machen wir die Ben tanken. Ach, halt, warte mal, die Zeitung. Ich weiß nicht, die Zeitung anzupacken. Zack. So, und dann gehen wir erstmal in die Werkstatt. Zack. Zack, zack, zack. Sehr schön. So, wie sieht hier aus? Wie war das nochmal mit dem Blick? Ah ja. Spiegel.
Mal, haben wir keine Reifen mehr? Doch. Ich wollte gerade sagen. Hallo? Ach, der hier hinten. Der hier hinten. So. Bam. Ab das Ding. Der neue ran. Verschrauben hier. Putz, putz, putz. Bolzenränder. Ding. Der Reifen ist fertig. Der nächste hier vorne. Ja, ich brauche keinen Schlaf. Ich mach das hier, ich leite die Tankstelle jetzt ganz alleine. Ich brauche da überhaupt nichts. Ich brauche da eigentlich Jacke. Ich brauche da niemanden. Oh. Müll voll. Oi, 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 jetzt zieht's ab hier. Ich bin doch da. Noch zwischendurch sauern, eine Zeitung will er. Okay, das war alles. Das ist alle Keule kippen. Süßet. 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 Kippen. Süßet. Kippen. Kippen. Good job, weiß ich doch. Danke. Ich komm gleich. Bin gleich da. So, wir brauchen noch Ersatz denn, ne? Später, wie bei Gas Station damals, brauchen wir natürlich auch Ersatzpersonal für die, die sich ausruhen. So, wenn man jetzt... Wenn man jetzt den Bootsding... Und dann machen wir endlich den in der Waschanlage. Der wartet ja schon ewig, ne? Wie spät haben wir denn? Halb eins. Scheiße. Dauert ja noch, bis sie kommen. Oh, Kunde an Kasse, Kunde Werkstatt. Nee, nee. Kunde Werkstatt, der muss jetzt wirklich warten. Kunde an Kasse ist, naja, natürlich. Ging ja schnell jetzt. Ich komme. Ich bin on my way. Immer mit der Ruhe. Bin da. Ist ja zum Glück ein kleines Auto. Dürfte ja nicht lange dauern. Ich kann nur nicht sehen, wo ich richtig sauber mache, ne? Beschissener Kack. Was kickst du denn so? Willst du das selber machen oder was? Kickst mal an, Alter, als hätte ich ein Pferd gelatscht. Was ist denn mit dir los? Ich mach das hier schon alleine. Du, ich rock die Scheiße hier schon ganz alleine. Ich brauch da ja keinen. Aber was hast du denn? Kratzer an der Tür oder was? Geht richtig hier sehen? Sag ich mal her. Das ist halt scheiße, ne? Das ist kacke. So, das hatten wir. So, und natürlich wieder zwei Reifen. Ist logisch. Immer zwei Reifen. Bootstank, Kraftstofftank, jetzt beruhigt euch doch mal wieder. Ja, keine Maschine. Ich bin gut, aber ich bin keine Maschine. Dein Kunde ist gestorben? Verdammt nochmal, warum? Warum ist denn ein Kunde gestorben? Ein Haiangriff war doch dann. Da war doch kein Haiangriff, ne? Haiangriff zeigt er doch sonst gleich an. Ach Kacke. Dann müssen wir gleich wieder. Ach Kacke. Dann müssen wir gleich wieder Kokosnüsse schmeißen. Müll schon wieder voll? Das hier ist ein Fulltime-Job, ey. Von Hacke bis Nacke. Welcher Müll? Der da? Bin gleich da, Mann. Bin gleich da. Ja, kauf da alle. Kauf alle Zeitungen. Ist kein Ding.
Waschanlage. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie soll ich das machen? Ich muss die Kokosnüsse werfen eigentlich. Ja, Werkstatt, na klasse. Na. Lass mal eine Seite so ein bisschen zum Glänzen bringen, dann die andere seitlich glänzend machen. Frosch im Hals, verdammt nochmal. So, komm ran hier. Ja, langt doch, Alter. Auto ist sauberer als je zuvor. Das ist. Sag ich doch. Nice. Ja, ist doch mein Reden. Ist ja dunkler als wenn es nachts ist, ne? Obwohl jetzt schon, guck mal, das ist halb Uhr, halb Uhr. Es ist halb Uhr. Es ist halb fünf morgens. Jetzt sollte doch mal langsam hier. The sun is shining, ne? Ich place da mal ein bisschen was nach. Ey, ich muss Kokosnüsse schmeißen, sonst flippen die aus hier, ne? Also der Wachachungchu. Chumuchangchu. Ihr wisst, wen ich meine. Der in der Werkstatt muss warten. Ich schmeiß ein paar Kokosnüsse, weil ich das so gut kann. Ich schmeiß ein paar Kokosnüsse. Dieses provozierende Geräusch. Bleibt doch ruhig, Leute. Ihr braucht euch doch nicht schon wieder aufzuregen. Ich mach das schon. Guck mal. Super, wa? Ah, ist gut. Gut, wie ich das mache? Ich hab ein bisschen geübt. Nicht. Ja, komm, der war eindeutig drin. Was eine Frechheit ist das? Immer ein Stück zu kurz. Ich will ja eigentlich auf die 60, ja? Ja. Ja, nicht. Nee, fuck. Habt ihr gehört? 60. 60. Rübergeschmissen? Gibt's ja nicht. Oh, viel zu weit. Na, siehst du, langt doch. Okay, jetzt ist aber auch ganz schön was los. Taufverleih. Könnt ihr jetzt mal langsam wiederkommen? Mann, 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 man hat ja keine Zeit, hier Kokosnüsse zu schmeißen. Wie soll ich denn machen? Nächste bitte. Mann, nimm deinen Daumen weg, Junge! Schieb ich ihn dir in. Ne. Keine Zeit, Mann. Ich würde ja gern mit dir talken, aber ich habe keine Zeit. Oh, in einer Stunde müssten die aber anfangen, ne? Die anderen beiden? So. Der Tanke sieht auch aus, ne? Ich lasse den in der Werkstatt einfach so lange warten. Kümmert er sich doch dann drum. Ich werde jetzt erstmal zum Tauchverleih jumpen und gucken, ob wir noch Tauchausrüstung haben. Denn das ist echt wichtig, ja. Alle hinzufügen. Siehst du, wir haben sogar noch Tauchausrüstung. Sehr schön. So, wer steht denn jetzt hier? Ich gebe mein Bestes, ja, also. Ob er danach richtig sauber ist, kann ich Ihnen nicht versprechen, weil die Karre ist schon recht schmutzig. Gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Aber was soll man machen? Lalalalala. Wir brauchen diese automatische Waschanlage, ne? So wie früher bei Gas Station. Wunderbar. Hey! Hast du mir einen Schlauch geklaut oder was? Hast du mir einen Schlauch geklaut? Lala.
Alright. Sehr schön. Ciao. Mach's gut. Werkstatt. Mensch, wo seid ihr? Reparieren. Ah, okay. Gut. Die sind schon da. Kasse, sie ist auch da. Wunderbar. Und jetzt kann ich mich wieder in Ruhe auf die Scheiße konzentrieren. Und kann mal wieder ein bisschen Sprit nachbestellen. Sauber machen wollte ich auch, ne? Boah, ey, guck dir's mal an. Die kümmern sich aber wirklich, okay, das interessiert den Scheiß hier. Geh mal weg da. Was ist hier? Hallo? Kann ich das mal wegmachen da? Bei zwischen. Dann leck mir da, dann bleibt das halt da, der Dreck. Lala. Windsurfing-Vermietung, okay. Da müssen wir auch noch welche haben, ne? Eigentlich müsste da noch was sein. So wie beim Tauchverleih. Ich glaube, wir haben ja ungefähr gleich bestellt. Ich werde mal gucken gehen und dann hole ich Sprit. So, ein Hin- und Her-Renne hier, ich sag dir das. Alle in Zufang, zack, siehst du, sag doch. Wir haben ungefähr so wie bei die Taucher. So, Duschbenutzung durch Kunden haben wir. Toiletten, okay, noch nicht ganz. Boah, der will aber jetzt viel, ne? Herausforderungskack. Kraftstoff, jetzt müssen wir erstmal gucken. So, Lieferung, Kraftstoff. Was haben wir noch? 79.000 Liter. Oh. 479, ne? Ne, das geht nicht. Scheiße. Ne, warte mal. Wir machen 500. Ach, Quatsch. Wo sind wir denn da? So. Ja, damit. So. Sprit ist bestellt. Hier ist auch noch echt wenig drin los, ne? Also ich meine, von Regalen und so. Wir haben echt noch wenig da drin. Das ist ja... Da müsste mehr rein. Waschanlage. Ah, ein Bootstank. Ich werde mal gucken, wie das hier aussieht. Ob das schon ordentlich zugemüllt ist. Den Müllsack haben wir da. Zweiter. Sehr gut. Und noch weiter? Ne. Wunderbar, wunderbar. Ma'am, ich bin schon hier. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde mich bestens um Ihr Auto kümmern. Wenn die wüsste. Da dann. Oh, sie seid jetzt schön sauber oder was? Man sieht das immer so schwierig. Und die Motorhaube mal ohne. Sehr schön. Great job! No, Lagerhaus. Ich muss da kurz hin. Uno momento. Ich muss ja schnell den hier Treibstofflieferanten abfertigen. Sehr gut. Der müsste eigentlich ja. Produkte haben wir eigentlich noch gut, ne? So wie ich gesehen habe beim Nachfilmen. Produkte haben wir eigentlich noch ganz gut. Vielleicht ein bisschen Tauchausrüstung und so und Wingsurfing brauchen wir wieder neu. Was sagen eigentlich die Toiletten und so, ne? Bin doch schon da. Ey, wer hupt denn da? Trotzdem irgendwie stressig, ne? Obwohl die jetzt da beide helfen an der Kasse und so, trotzdem bin ich hier am Jumpen wie ein Bekloppter. Da
Waschanlage. Toiletten wollte ich gucken, ne? Ja, ein paar Abdrücke da mal. Oh, Vorsicht. Man, pass mal auf. Hier, achso, hier sind die Toiletten. Heike schon ein bisschen aufgewertet, ne? Die ist jetzt duschen oder was? Das war's? Wow. Ja gut, in der Dusche würde ich auch nicht länger bleiben. Als nötig. Aber ist ja kein Problem. Die können sich ja kurz abduschen. Oder ich komme hier mal kurz unter die Waschanlage. Da hier wird mal einen kurzen Spritzerchen durch die Kimme. Na ja, gut. Der ist ja kurz sauber und dann können sie weiter. Aber wieso macht denn der jetzt so schlecht sauber? Muss der da ein bisschen Müll drin haben, damit er gut sauber macht? Ich kann auch überhaupt. Mann! Und diese Wasserspritzer, ne? Ich sehe ja nicht. Sorry, ja. Ich feuer hier mal kurz rüber. Stell da mal bitte nicht so einen Weg. Sonst kriegst du vielleicht noch was ab. Das wollen wir ja nicht. So. Was können wir denn eigentlich? Eigentlich können wir irgendwas upgraden? Hey. Kann nicht wahr sein. So, hier ein paar Chips noch, ne? Oh, der zweimal, der da oben zweimal, zack, zack, zack. Kippen haben wir, so fahren wir noch. Auf zum Bootssteg! So, ich will mal gucken, was ich upgraden kann. Aktualisieren. Surfen. Ein Ausrüstungsfeld. Was ist mit der Werkstatt? Höheres Gebäudelevel benötigt. Okay. Können wir auch. Werkstatt. Ölwechsel. Lager. Hier vorne ist schon alles. Wir machen erstmal die Geräte. So, das freut euch den guten alten Vulcano. Vulcano. So, und dann aktualisieren wir mal noch den Surfstand. Sehr schön, Autoreifen sind günstig. Klatsch mal ein bisschen rein. Da können wir ein Taui investieren, ne? 30. Spiegel klatschen wir auch rein. Auch 30. Ist teuer. 1800. Nehmen wir. Nehmen wir. So. Oh, Surfkack ist teuer. Mann. Na gut. Nehmen wir trotzdem. Ach, der ist ja gerade unterwegs, ne? Deswegen geht es gar nicht. Scheiße. Klar, der ist ja gerade unterwegs. Aber Autokack brauchen wir. Ja, guck mal, wir haben ja trotzdem noch hier. 3,5 ist in Ordnung. 3,5 ist doch richtig gut. Great. Das war der Kopf hier, ne? Ja, ist ja nicht sein Laden. Ja, was soll ich da sagen? Frechheit. Einfach Frechheit. Sich so zu benehmen. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, deswegen habe ich so 15 von 50 aufgetankten Booten. Alter Schwede. Jetzt hauen sie aber auf die Kacke. Gebt mir mal einen Scheiß. Fahr gleich weiter. Old McDonald. Wunder im Waschanlage, genau, da wollte ich hin. Mann, ey, die ruhen sich doch gleich wieder aus, ne? Muss ja wieder alles alleine reißen.
Scheiße, da muss ich ja hier wieder gleich alles alleine machen. Das ist ja furchtbar. Ich brauche unbedingt Ersatz. Ah, der Wagen sieht gut aus, wa? Alter. Einmal ordentlich überall ein bisschen rüber jangeln. Geh mal ein bisschen aus dem Weg, Alter. Aber jetzt langt es aber auch langsam, ne? Der ist ja wirklich. Okay. Ja, wollte gerade sagen, der ist ja der ist ja so sauber wie. Wie Schmuck. Schmuckstück ist es, sag ich euch. Das ist Schmuckstück. Ja, Abmarsch hier. Cool. Ja, bist du noch da? Ja, nicht mehr lange, wa? Scheiße, ich muss auch bezahlen. Ne, ich muss sie bezahlen, glaube ich. Sonst kommen die ja wieder nicht. Sonst kommen die ja nicht mehr wieder. Geh mal schnell an den Computer. Wo willst du hin? So, guck mal, sie rennt schon um ihr Leben, ey. So, Angestellte. Achso, die bezahlen ja automatisch. Stimmt. Was haben die denn eigentlich für einen Nebenjob? Tankstelle reinigen? Ja, bringt nichts. Haus. So, noch ein Haus. Einstellen. Kasse 5. Und sie hier? Tanken. Gut, pass auf. Planung. Die werden hier natürlich alle bezahlt. Logisch. So, Hauptjob. Portal. Hauptjob ist Kasse bedienen. Jetzt habe ich ihm die Prämie gezahlt. Willst du mich verarschen? Und sie hat tanken. Nachts. Das nimmt mir wenigstens ein bisschen Arbeit ab. Kann im Moment. Siehst du, weil er jetzt die Dings macht. Sehr schön. Das nimmt mir wenigstens ein bisschen ab. Dann kann ich... Bereits durch einen Mitarbeiter. Sehr schön. Und dann kann ich nämlich Werkstatt und so eine Scheiße machen, ne? So. Reifen. Alter, der hat alle Reifen verballert. Wow. Okay. Ab. Gleich schon mal ein bisschen aus, weißt du, wenn wir da Ersatz haben. So, wieder zwei Reifen natürlich, wie immer, ne? Zwei Reifen beschädigt. Toiletten? Toilettennutzung durch Kunden ist auch durch. Sehr schön. Have a nice day. Ja, du auch. Ja. Waschanlage? Junge, der war ja richtig, der ist ja richtig dreckig, das Ding. Aber ja, nie gesehen, dass der Grün da drunter ist. Ja, ja. Ja. Mal ran hier. Na. Und die Haube kann auch noch ein bisschen verdrehen. Seide. Du auch noch? Boah, da, da. Sehr schön, oder? Sag ich ja. So, Bootstank. Achso, sie tankt, war er kassiert. Nur an der Kasse ist gerade keiner. Toll. Na komm her, hier, Chumchumanchu. Wow. Alles noch gut hier? Kippen. Mach mal wieder Rinder. Gut, haben wir. Ein paar Zeitungen nachlegen. Sehr schön. Chips. Dann machen wir davon noch ein bisschen jetzt hier, weil davon haben wir noch so viel. Da können wir auch noch ein paar reinhauen. So, komm, ich mach den Müll mal.
Und eine Werkstatt. Gehen wir gleich hin. Was hat er denn? Tür und Reifen und Spiegel, wie es aussah, ne? Tür, Reifen und Spiegel, mein Freund. Ja. Spiegelfetzen habe ich, also Spiegel habe ich eigentlich noch gut nachgekauft jetzt, ne? Glaube ich. Die Scheiße wird langsam knapp. Alter. Richtig auf die Kacke hier, Junge. Great. Muss natürlich gucken, wa? Das ist ja hier ganz große Kacke. Da haben wir ja nichts mehr von. Oder bestellen, Lieferung, Produkte. Genau, Surf-Ding. Ah, gut. Gerade günstig. Wednesday. In Stock 11. Auch nochmal 10. 10. Wunderbar. Dann auch immer die Lackstifte. Keine Ausrüstung vorhanden. So nicht. Ah, ich habe das geupgradet. Deswegen geht da jetzt so viel rein. Hä? Na, mein Sommer. Lass mich raus hier. Lass mich raus. Dann nirgendwo, nirgends hoch. Die Ratte. Tankt sie den eigentlich auch? Nee, ne? Nein. Also müssen wir da extra einen einstellen für den Bootsteg? Weiß ich nicht. Lager ist auf jeden Fall voll. So wie es aussieht. Muss zur Waschanlage, aber ich muss noch Lackstifte bestellen. Produkte, das war bei Teile. Lackstift, oh, super günstig. Also, was heißt günstig? $40 für einen. Das ist eine kranke Scheiße. Für immer 20. Bestellung ist unmöglich. Lieferung ist unterwegs. Was für eine Lieferung? Der haut doch gerade ab. Dann muss ich gleich bestellen. Der ist ja noch nicht weit genug weg oder so. Warum geht der so schwer sauber? Der so hartnäckige Verschmutzung oder was? Kleine Pissding, ich sehe überhaupt nichts. Macht nächstes Mal deine Karre selber sauber. Das muss ich hier so sauber machen mit so einem harten Strahl. Der ist scheiße. Ja. Das ist kacke, der Strahl da. So, der ist weg. Jetzt kann ich Lackstifte bestellen. Vorherige Bestellung. Deine Liste. Ah, nee. Oh, ab mit meiner Liste. Lackstifte. Randa. Wie fertig? 20? Ja, ne? 800. Ja. Mann. Das Spiel nimmt so viel Zeit in Anspruch. Das ist unser Lagerboot. Mm-mm-mm-mm-mm.
Ey, wir müssen das Windsurf-Ding machen, ne? Da ist ja auch geupgradet. Da ist ja auch geupgradet. So. Alles auswählen. Zack. Zack. Schön. Und wir haben sogar noch. Kunde an Waschanlage. Der fährt da gerade ins Lager ein. Müll voll. Lieferung ab Lagerhaustor. Müsst ihr da nicht an Lagerhaustor stehen? Naja. Das hätten wir durch. Bootstank, komm her. Wieder so ein kleiner Jetski hier. Und, boah, wir müssen schon wieder Sprit bestellen, ne? Müll ist voll. Was machen die hier drinne? Wir sind ständig ja Müll voll. Wie sieht's überhaupt da drinne aus, ey? So. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Und ja, wir sind gut weitergekommen. Ein bisschen Surfen abgegradet, die Taucherausrüstung abgegradet, wir haben Geld gefarmt. Also, eingestellt haben wir noch zwei weitere Leute, damit sie uns ein bisschen unterstützen. Ich hoffe natürlich wie immer, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und natürlich hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, haut da rein und ciao!